Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute haben wir was ganz Besonderes. Und zwar, wir schauen uns wieder Replay-Duelle an, die ein bisschen lustig sind und auch ein bisschen komisch. Und heute haben wir einen Special-Gast, und zwar den lieben Schlomo. Sag uns mal Hallo. Was geht ab? Schlomo AW hier. Ja, perfekt. Genau, Leute, falls ihr Master-Duel-Content sehen wollt, nicht nur diesen hier, sondern noch mehr, geht mal rüber zu den Guten. Der macht nämlich nur Master-Duel. Von daher findet man da genug, richtig? Ganz viele Challenges, ganz viel Spaß in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Genau, und, kleiner Spoiler, es wird vielleicht noch was kommen von uns beiden zusammen, aber kleiner Spoiler hier an dieser Stelle. Oh, wir wollen gar nicht in Duelle rein. Guck mal, da geht's direkt los hier, direkt missklickt. Passiert nie in Master Duel. Wir gehen nämlich in Wiederholung rein und schauen uns Duelle an. So, was denkst du, erwartet dich heute? Ich sehe schon mal auf jeden Fall High-Level-Gameplay in Master, in Diamond. Ich sehe da auch einen Platin. Also in den höheren Ranks erwartet man nicht allzu viele Missplays oder sowas. Deswegen, ich bin eigentlich sehr gespannt. Also höchstens vielleicht irgend so ein quirky, lustiges Deck, was es dann doch zu Master hochgeschafft hat oder so vielleicht. Ja, ein, zwei witzige Entscheidungen so mit einzelnen Karten, die einen dann doch irgendwie hops nehmen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ja, man muss ja auch sagen, manche trollen ja auch gerne mal oben, ne? Also. Das kann vorkommen, ja. Habe ich auch schon selber gemacht, sogar schon Videos so gemacht mit Exodian Master. Ah, die Leute hatten viel Spaß. Aber okay. Wir gehen rein hier mit den ersten. Ja. Und wir fangen erstmal an. So. Ich flippe komplett aus, wenn wir Staubohnen sehen. Ich sag so. Nee, leider nicht. Es sind auch ältere Replays, deswegen, die müssen jetzt vom Tisch hier. Deswegen, ist eine alte Meta, ist jetzt nicht unbedingt die aktuelle Meta. Aber ich habe okay. Die noch offen und wir müssen uns angucken. Wir sehen nämlich Super Heavy Samurai. Yes. Kann man nach wie vor spielen, finde ich, aber ja. Ja, safe ist aber noch, ich meine das sogar, dass der Breaker noch auf 3 war hier. Also ist noch Full Power quasi fast da. Yes. Das ist aber jetzt erstmal nicht so. Erstmal das Lustige, ich habe hier erstmal die beste Eröffnung überhaupt gefühlt. Wir haben keinen Max-Xenegate, das ist immer ärgerlich, ne? Also, ja. Aber gut, kann vorkommen halt, ne? Genau, wir fangen erstmal an Vogelscheuche, ja, Breaker und jetzt kommt Maxi. Ja. Aha. Okay. Wir haben aber Kauz- und Schlossvogel. Das yes. Könnte hier relevant werden. Und wir gehen jetzt gar nicht so groß erstmal darauf ein, weil erstmal ist jetzt Standard. So, ich weiß, Maxi ist da. Ich darf nicht zu viel reingehen oder ihm Kauz und Schlossvogel geben. Ja. Dementsprechend geben wir ihn jetzt Kauz und Schlossvogel. So. Ja. Wie da hast du dich dann selber hops genommen, oder? Ja, ne? Warum suchst du Barry Samurai 4? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, allein jetzt könnte ich noch dreimal suchen mit Seelenbrecher, aber. Genau, ja. Aber das ist noch alles nicht das Lustige. Also dieses Duell ist nur lucky. Also hier geht's um Luck. Also ich hatte ja. Luck. So, also jetzt aber, ich habe jetzt gewusst, dass er Zock wird ist und jetzt versuche ich halt da durchzukombon. Er hat nur 5 ja. Karten, ist ja seine Starthand quasi, von daher kann ich ja, wenn ich ein gutes Board etabliere, trotzdem gewinnen, ne? Richtig. Ist ja so. So, deswegen erstmal jetzt Nibiru safe sein, immer der Klassiker. Das heißt, wir wollen auf eine Baroness gehen. Ja, Leute, im Master Duel ist nicht ganz erlaubt. Ist für die TCG-Leute mal ein bisschen komisch, wenn die Karte auf einmal wieder da ist. So, ja. Kauz- und Schlossvogel sagt uns jetzt ständig, nein, nicht sehen, nicht sehen. Der sagt das noch ewig weiter. So, jetzt beschwören wir erstmal das nächste Monster, um ein weiteres Monster beschwören zu können. Ja, das ist jetzt erstmal relativ Combo, da wollen wir nicht groß drauf eingehen. So, ich gehe jetzt hier in Omega. Ich hätte ja auch theoretisch die Möglichkeit gehabt, einen Savage Dragon zu gehen. Aber ich dachte, ich habe 2 Negates. Also, ich habe den Regulus, ja, Hard Draw gehabt. Und die Baroness. Das heißt, ich will wissen, was ich annullieren muss. Macht ja Sinn. Dementsprechend Omega, um halt eine Handkarte zu rippen. Und zusätzlich ist es ein Buddy, der wiederkommt. Also ist ja ein Buddy, der wiederkommt. Kann sehr relevant sein. Gerade so Duellen. Leute vergessen oft, dass ein Omega wiederkommt. So. Dementsprechend, ich will ja die Handkarte rippen. Und jetzt. Also ich würde nicht sagen, ob das schon ein Lucky Hit ist, aber ich treffe. Na, was denkst du, was treffe ich? Du weißt noch nicht, was ich spiele. Also das Ding ist, going second, lucky. Also vielleicht nimmst du ihm so ein Evenly oder so ein Lightning Storm weg oder irgendwie so ein Boardbreaker? Ja, geht in die Richtung, denn ich hitte Superpolymerisation. Stabiler Hit. Also, I mean, ich habe Endfeld ja, ist ja Baroness und Regulus. Das ist jetzt Krieger, Maschine, Wind und Erde. Da geht noch nichts. Aber er kann ja was beschwören dementsprechend. Also. Ich denke mal, ist okay, dass der das rausgehen. Vor allem, er kann es ja nicht setzen. Es kommt ja erst in meinen Zug wieder auf die Hand. Ja. Ist schon gut. So, jetzt erstmal weiter. Regulus. So, jetzt der Gegner dran. So, jetzt der Gegner dran. Mal gucken, was spielt ihr überhaupt? Wir wissen es doch nicht. Super Poly? Ja, okay. Kann verdammt sein. Going second deck.
Manchmal spielt man aber auch einfach so super Poli, könnte alles sein. Im Perm direkt schmeckt. Auf Baroness. Lassen wir natürlich durch. Ja. Also, was wollen wir machen? So, okay, Branded. Genau, Branded. Aluba sucht sich Branded Fusion. Jetzt dachte ich mir schon so, er wird ja nicht einfach jetzt Branded Fusion aktivieren, oder? Doch. Ja, jetzt wird ja ein Called By kommen, oder? Ne, Resolved. Okay, chillig. Ja, chillig. Und wir dürfen jetzt ja wieder suchen, was super gut ist. Aber kommt der Ash. Ash, okay. Passiert. So, genau. Und jetzt kommt etwas, was merkwürdig ist. Geht in die Battle Phase. Ja. Greift an. Jetzt evenly, weil sein Board leer ist, oder was? Nee, geht in Main Phase 2. Macht noch keinen Sinn. Okay. Aber ich sag dir, das Feld frei ist für Blitzsturm. Das ist noch der einzige. Er setzt noch eine Karte. Ja, aber glaub mir, das hat auch Sinn alles. Okay. So, jetzt gehen wir nämlich weiter. So, Nibiru, super toller Draw. Stabil. Aber wir haben ja, man gut, alles. So, jetzt kommt wieder, guck mal, jetzt der Buddy gut. Ich meine, das sind schon 5, 8 Schaden, ne? Ja. So. Mal gucken. Jetzt. Baroness zum Schießen. Ist ja sinnvoll, ne? Weil, gehen wir los. Ja. Und jetzt erklärt sich, warum nicht in die Spiegelkraft reinrennen, in die verdeckte. Könnte Baroness von die Gaten, aber ja. Und jetzt kommt. Was ist das? Fusionsduplizierung. Er kopiert Branded Fusion und darf sie in meinen Zug aktivieren. Du hast halt, um zu negieren, eine Baron am Start? Genau. So, und das denke ich mir auch und mache ich auch. Und jetzt kommt der Gang. Oh. Einfach hops genommen. Und deswegen hat er auch angegriffen, damit er freies Feld hat. Ja, das macht Sinn, damit der Gamma dann, ja, natürlich. Okay, stark, ja, ey. Da, einfach, der hat mehr IQ als du, was soll man sagen, Digga? Ja, und jetzt kommt mein IQ. Omega? Ja. Und ich treff den Gamma. Oh mein Gott, der 50-50. Und Gamma annulliert ja nur, wenn er sich beschworen hat. Und er kann sich nicht beschwören. Dementsprechend, nee, war das bei Beschwörung oder wenn er zerstört? Doch, genau. Genau, wenn er beschworen wird. Und kann er ja nicht. Und dementsprechend. Das ist natürlich absolut stabil, ja. Also ich bin einfach der bessere Spieler, würde ich sagen, an dieser Stelle. Aber ich krieg noch keinen Bock. Da hätte ich aber auch reingescoopt, Alter. Was ist das für ein Scam, Digga? Einfach Joey Wheeler, sein Vater, gewinnt hier das Game mit dem Cointoss. Ja gut, okay, also fair, ne? War ein bisschen Luck. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber das fand ich lustig. Also... Ich wäre wirklich hops genommen worden, ne? Der Gamma hätte mein Leben genommen. Die Trap habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Echt nicht? Nee. Doch, das spielen einige. Wirklich. Was? Okay, krass. So, weiter. So, mein Gegner fängt an. Stabile Hand. Ja, jetzt wieder. Wir spielen, also wieder, Leute, das sind alte Replays, aber nicht schlimm, weil das, was zeigt, ist gut. Hand, stabil, vorhin wir gehen going second. Ist okay. Oh ja. Also Max, den Minigame schon fast gewonnen. Ja, natürlich den Driver, ne? Weil, lol. So. Natürlich. So, Gegner fängt an. Oh, Mirror Match. So, aber er spielt eine andere Variante als ich. Er fängt an, Normal Summon. Ich mach direkt Maxi. Leute, nicht in Gamma spielen. So viele Leute spielen Gamma. Ist unglaublich, wie viele Leute in Gamma spielen. Also erst warten auf den Summon. Ich hätte auch warten können auf den Re-Rive, aber ich wusste, ich kann voll Combo gehen. Wenn er passt, OTK halt einfach. So, aber wir sehen, wie das weitergeht. Er zieht hier. Aktiviert das immer. Soweit erstmal so gut. Und jetzt geht er in die erste Special Summon. Ja. Er sucht. Ja, okay, eine Scale, fair. Geht Scale rein, aktiviert Scale, Scale kommt aufs Feld. Effekt. Holt hier. Und ich denke mir so, okay, was passiert denn jetzt hier? Er macht ja immer weiter. Ja, der geht all in. Er hat das Minigame akzeptiert und kombot. So, jetzt die Frage. Was denkst du, wie soll es weitergehen? Es scheint so, als würde das Minigame durchziehen und mir einfach unendlich Karten geben. Ja. Was denkst du, wie das Duell weitergehen? Na, also wie es jetzt sehen. Aber das Ding ist, das macht halt keinen Sinn. Wenn du das Minigame akzeptierst, dann musst du halt auch wirklich dein komplettes Board bauen und darauf hoffen. Also das Ding ist, jetzt kommt eigentlich Baron de Fleur. Das heißt, du bist schon mal safe vor sowas wie einem Nibiru. Und es sind ja viele Hard Ones per Turn. Also gerade bei Super... Aber er weiß ja nicht, dass du Super Heavy Samurai spielst. Aber die meisten modernen Decks haben ja viele Hard Ones per Turn Effects. So dass man dann vielleicht denkt, okay, wenn dann Abyss Dweller liegt, 3 Monster Negates, 2 Omni Negates und noch eine Handtrap, dass das ausreicht, um das zu stoppen, was der Gegner macht. Das ist so die Theory vielleicht. Also er zieht jetzt wahrscheinlich so komplett durch halt, ne?
Genau. Und natürlich, vielleicht hat auch Maxi selber eine Hand und denkt sich so, ja, dann musst du halt selber voll reinspielen. So. Ja. Kann auch sein. Aber natürlich, ich finde immer, das, also natürlich kann man das machen, aber gerade Baroness schützt einen von Nibiru. Aber wenn der Gegner dann Wailer oder Imp plus Nibiru hat, ist halt immer au, also bei Super Heavy Samurai ende ich dann nach einem Maxi auch lieber auf so einem Baguska oder so. Ja, ja, genau. Ja, aber er denkt sich, nope, ich will reingehen. Geht all in. Ja, okay, ich bin jetzt gespannt. Also, das hat auch einen Grund. Wenn du mir das Replay jetzt zeigst, dann muss hier irgendwas ganz Besonderes sein. Hier kommt erstmal ein Ash. Also, das tut sogar noch weh. Also, das tut weh. Es tut hier sogar weh, aber er negiert das jetzt mit seinem Baroness. Nibiru ist open now. Also, ja. So, jetzt muss ich noch Nibiru ziehen. Zieh ich natürlich nicht. Natürlich. Zieh ich natürlich noch nicht. Und er freut sich natürlich, solange ich kein Nibiru. Go sogar? Nett. Okay, ist okay. Ist okay. Handtraps nachziehen ist immer gut. Pendel Summon. Er. Kauz und Schlussvogel. Da bringen wir jetzt nicht so viel zum Spiel. Yes. Und wir wollen ja ziehen. Genius aktiviert sich. Selbst vor dem Deckout noch retten. Stimmt, stimmt. So, zerstören wir hier. Kein Regulus für den Gegner. Doch, Regulus, Entschuldigung. Ich bin blöd. Aber ich wollte ihm nicht genug Materialien geben, dass er halt den Link 2 verwerten kann zum Weiterlinken. Ja. So, weiter geht's. Regulus, fair. Jetzt hat er wieder eine Gate auf der Welt. Mhm. I mean, und jetzt kommt. Nee, okay. Das wär's auch. Er macht weiter. Er macht weiter. Jetzt kommt eine Bell sogar? Ja. Er macht weiter. Er macht weiter. Er hat Bock. Oh. Feuerrohr. Okay, jetzt wird's wild. Oh ja, es wird. Da ist übrigens die Biro. Okay, das kommt leider ein Tick too late, aber vielleicht ziehst du ja noch. Weiß nicht, ob du Wailer spielst. Jetzt kommt Effekt Baroness. Schießt, um weiter zu searchen. Er geht in die Endphase. Ich gebe ihm die Biro. Ja, ja, er annulliert jetzt natürlich leider. Ich habe leider keinen Wailer. Also, das heißt, nix da. Mhm. Ist okay, Hand ein bisschen dick. So. Ja. Ja, annulliert er natürlich. Und dann gibt er einen Zug ab. So, und jetzt wissen wir alle, was kommt. Die Karte, die wir alle lieben. Wie mein Crimson Dragon auf dem Feld. Ja. Maxi-Chain drauf, weil ich es kann. Maxi nochmal. Ja. Da ist so ein. Ja. Calamity ist noch erlaubt der gewesen. Der ist mittlerweile banned, genau. Ja, wie ist es denn? Der ist mittlerweile. So? Mit 19 gut. Karten. Ja, dann genau, aber das ist, was ich ja am Anfang meinte, ne? Also, du baust halt ein Board und, you know, ist halt nicht ganz, was ich beschrieben habe mit dem Once-Per-Turn-Effekt. Genau. Er lockt dich halt komplett aus dem Spiel raus, aber ja, zu spät den Nip gezogen, weil das Ding ist auch, gerade in Master-Duel mit Maxe spielt man oder ich zumindest oder viele Nibiru nicht auf 3, also wenn dann so ein oder zweimal, ja, weil man denkt, okay, ich ziehe in den rein. Und dann kann man so ein bisschen prayen, dass der Nibiru spät kommt. Ja, er kam ja sehr spät leider. Ja. Aber ja. So, aber der Witz ist jetzt, okay, Calamity Slug. Aber ich habe so viele Ressourcen auf der Hand, da muss doch was möglich sein. Und das da muss was gehen. Also, rein da. Wir fangen an. Spezialbeschwören, weil Gegner hat ein Monster. Rein. Ja. Ja, das ist ja. Summon darf ich ja so viel, wie ich will. Ja. Summon darf ich ja so viel, wie ich will. Battleface. Ah, gut, dass er Monster im Verteidigungsmodus hat. Ja, dann. Zeus. Natürlich Zeus. Okay. Zeus. Und weiter geht's. Wir haben Karten. Wir können spielen. Spezialbeschwören. Equippen. Und passen. Wir haben eine Hand, die ein bisschen groß ist. Deswegen müssen wir die jetzt leider alle discarden. Ja, egal. So, das. Die wichtigsten Player sind in der Hand. Das Coolste Starter, ist, er ist im Friedhof. Die Handtraps. Und ja. Ja. Ich habe Starter und 4 Handtraps. Das ist gut. Und Zeus, denk dran, Baroness kann nicht negaten mehr aktuell. So, das heißt jetzt, direkt Shotgun. In der Draw. In der Draw-Phase, alles weg. Und Board geklärt. So, jetzt spielt er mit 3 Karten, kriegt einmal Zeus-Effekt plus 4 Handtraps plus Starter nächsten Zug. Das ist schon stark, ja. Und ich darf noch zweimal searchen. Sharpshooter, der Typ, der die Gegner ins Reich der Schatten schickt einfach. Stabil. Stabil. So, er fängt an. Ja, ist ja kein Problem, wir haben eine Ash. Mal gucken, was weitergeht. Annulliert. Ah, eine Scale. Er soll halt machen. Scale rein. Ja, dann natürlich zeusen wir den Müll hier. Alles weg. Eine Handkarte. Ja, er kann leider nichts machen. Okay, das ist ja GG dann. Ja, und das dann jetzt natürlich GG. Und erstmal können wir noch hier drawen, was auch super gut ist, dass wir selbst die One-Offs wieder ins Deck bekommen und da gibt er auch auf. Ich gebe die Scoop. Okay. Ja, ey, Maxe ist eine Banger-Karte. Ist das Resümee aus dem Duell, glaube ich. Ja, und King Calamities. Ja, natürlich, ne, zu Recht gebannt hier so, aber man kann sogar darunter noch Sachen machen. Alright.
Also das war so ein bisschen die Essenz. Und jetzt, oh, jetzt, mein Lieber, jetzt ist das, was wir alle lieben. Wir gehen jetzt in einen 15-Spielzügen-Replay. Es ist im Duelist Cup. Also es ist Tryhard-Modus. Es ist wunderschön. Okay, bin gespannt. Die Leute lieben es, dagegen zu spielen. Okay, Leute, wenn auch sagen, gegen Super Samurai habe ich keinen Bock zu spielen. Oh, Runic. Jetzt kommt Runic oder Lab. Eins von den beiden. Ah, ich habe den Würfel verloren. Die Hand? Erstmal, die Hand. Die Hand schmeckt. Wow. Vom Gott geküsst, höchstpersönlich. Jesus, okay. Ja, das bringt mir richtig viel. Normal Summon. Er stattet gleich. Stabil. Nice. Also vier Bricks und ein Starter, basically. Gut. Gut, dann wollen wir mal rein in den Grind, ne? So, dann gehen wir mal rein hier. Okay, so, wir ziehen. Ja, das ist doch schön. Nice. Nice. Oh, in jedem anderen Matchup wäre das insane. Ja, gut, dann können wir nichts mehr als passen, so. Das Ding ist, also, man hat ja Outs dagegen. Outs Super Happy Samurai. Muss halt ziehen, ne? Ja, kommt gleich. Okay, erstmal gehen das dann. Ich meine, er hat auch nichts gesettet, ne? Normalerweise setten die ja wirklich so 3-4 Karten. Ja, yeah. So, okay, so. Und vielleicht hat er. Ja. Genau, vielleicht hat er 5 Stück von diesen Drehs. Oh, war ja der Schade, das ist aber toll. Ja, super. Battleface. Aber erster Schaden für mich, so. Okay, nice. So, erster Schaden. Wenn wir in 45 Minuten den Judge callen, hast du gewonnen. Ja, im Duelist Cup gibt es da leider kein Timeout. Aber ach so, schade. Ja, aber ist schon mal wild. Keine Set wieder. Das finde ich immer noch wild. Also, ich meine, ja, er flattgeht nämlich jetzt schon des Todes, aber ist erstmal keine Sache. Jetzt können wir ein bisschen beschleunigen hier. Pass auf, bis der gleich diesen Mondspiegelschild da zieht. Alter, hör auf. Ey. Dann bist du guckt. Ja, aber so, hallo. Erstmal, super geil. Noch eine Ash brauchen wir hier auch. Ja. Aber ich entscheide mich, in die Battleface zu gehen. Weil ich mir dachte, bevor er Moonschild hat, bevor er diese komische Permanent Spell hat, die Protected, nehmen wir wenigstens ein Floodgate raus. Und das tun wir jetzt, ja. Ein Floodgate geht raus. Und wir setzen Ghost Ogre. Ja. Fun Fact, Ghost Ogre kann ihren Effekt auch auf dem Spielfeld aktivieren. Also es ist nicht halb bad. Genau, deswegen habe ich auch gesettet, sonst hätte ich auch Bell setten können. Ich dachte das. Und außerdem, ja, es ist Protected, ne? Solange er kein Moonschild zielt, bin ich safe. Ja. Battleface. Hey, kommt jetzt eine Set-Card? Nee, pass. No way. Digga, no way! So, dann bin ich dran. Hä? Ja, super! Und vor allen Dingen, warte mal, er hat nichts gesettet und er hat auch kein weitere Barrierestatue gerade genormelt. Nee, nix. Vielleicht erfahren wir noch was anderes. Ich ziehe weiter Handtraps, ist lustig. Ja. Und dementsprechend gebe ich jetzt mal ab. Wir müssen nichts diskarden, sonst hätte ich was gesettet, aber ja. Ghost Ogre ist einfach der neue Riesensteinsoldat. Er settet und settet Monster. Das auch wild. Mm. Was ist das denn? Vorsicht, Menschenfresser-Käfer set. Watch. Watch this. Ey. Wow, okay. Also ich ziehe bombastisch. Engine braucht man nicht. Nee. So, deswegen set battle pass. So, erst dran. Bemerkt, wir stallen hier beide vor uns hin. Ich find's faszinierend, dass so ein 1-8er Verteidigungsmonster einfach so Endgegner ist. Ey. Siebenfarbiger Fisch, OP. Ja, ich würde sagen auch. Und jetzt? Oh! Tal der Toten. Ah. Ah. Okay. Wollte nicht ausspielen. Wollte er nicht searchen, okay. Er wollte Beatsticken. Man verliert wieder Zeit. Ja, richtig. Hätte sich Gewinn noch, indem er oft genug reinrennt. Ja, vielleicht. So, jetzt gehen wir wieder ab. So, jetzt können wir wieder ziehen. Oh, komm, hier. Ziehen. Oh! Oh! Engine, oh! Ja, dann fangen wir an mit Set. Okay. Ja, wir wollen natürlich damit spaßen. Wolltest du dir nicht anschauen, was die Verdeckte ist? Oh, das hätte mich umgebracht, das nicht zu wissen. Nee. Hallo? Da hätte ich Angst gehabt. Das Ding ist, da kriege ich ja Schaden. Also, ja, guck mal, das Ding ist, sobald der Moonschild zieht, outet er ja alles hier. Richtig. Das heißt, ein Monster weniger, weiß ich nicht. Also mehr Schaden meine ich auch. So, jetzt kommt Tribut Summon. Oh, Tribute! Fenrir Tribute Summon. Guck mal, wer kennt's nicht? Set war. Es war Moxie. Aber passt zum Deck, I guess. Aber, ja. Ja, das ist jetzt ein Problem. Das Deck.
Fenrir ist ein Problem. Battleface. Richtig. Er aktiviert wirklich Fenrir's Effekt on Field und das Ghost Ogre. Wow, Digga. Aber das war's, mein Lieber. Okay. Jetzt ist er guckt. So, und jetzt. Ja, das Problem ist jetzt, ja, ich konnte meinen Search nicht kriegen. Das heißt, ich habe jetzt nicht das Out. Ja. Das heißt. Aber gut, hättest du nicht durchgehen lassen dürfen, dann wäre er eh gebanished. Ja, genau. So. Ja, der bringt mir gar nichts. Das heißt, wir setten. Wieder eine Bell. Und geben ab. So. Und jetzt. Oh, wow. Oh, Auge. Der ist aber sehr outable mit seinen 200. Ja, ja, das stimmt. Er greift an. So. Jetzt der Effekt. Und wir searchen unser Out. Weil das ist ja unser Out. Er darf im Verteidigungsmodus angreifen. Das heißt, er hat 1,8. Und wir können auch was searchen. Richtig solide. Der geht, glaube ich, wieder zurück auf 3. Alter, der hat Eier aus Stahl. Greift er mit 200 Attack an, wo er schon weiß, dass du die ganze Zeit diese Handtrap-Girls hättest. Das hätte ja auch Maxil sein können. Also jetzt denk doch nicht drüber. Was dachte er, dass da ein Wailer liegt? Maybe. Weiß nicht so. So, jetzt sind wir dann. Es hätte wieder nichts. Es ist unglaublich, was er spielt. Ah, jetzt kommt Small World. Oh, jetzt? Aber, nein, komm. Wird, wir müssen ja. Ah, wollt's nicht mal wissen. Okay. Ich habe Angst, dass er mir erstens noch einen Flood Gates tut. Das ist logisch. Aber dass er irgendwie, keine Ahnung, ja, ja. Lava Golem oder Karen. Also bringt ihn noch nichts. Hätte mich interessiert aber. An der Stelle, aber ja, macht Sinn. Schlomo. Ja, ich habe verloren, aber es hat mich interessiert, was er noch so es macht. Es hat mich interessiert, was er gesetzt hat. Wahrscheinlich den Floodgate Nummer 95 dann. Das stimmt. So, jetzt gehen wir hier rein. Unser Out, Effekt, gehen in Death, dürfen sogar noch was searchen. Hier gehen wir übrigens rein mit den, dass wir doch einen Angriffsmodus setzen, weil Hugin können wir so outen. Wir kriegen einen Search. Jetzt hier wichtig, wir kriegen den nächsten Search und der ist jetzt entscheidend, weil wir können ihn holen. Und er sagt... Zweite Battleface. Ja, richtig, zweimal angreifen. Das heißt, wir können mit ihm alleine alles outen. Und jetzt kommt Maxi. Man merkt, er hat Angst. Er hat Angst, aber man merkt da es. Da liegen zwar zwei Monster, die sagen, du darfst nicht specialen, aber vorsichtshalber schmeißen wir schon mal Maxia. Ja, das sagen wir natürlich nein. Das ist ja gar nicht hier. Weil wir wissen, wenn wir das hier durchkriegen, die Battle Phase, können wir specialen. Können wir auf Board aufbauen. So, noch equippen, damit wir uns gleich was holen können, weil wir werden Double Crashen. Einmal Crash und einmal Double Crash. Und jetzt geht's los. Effekt, Search, Motorrad. Und jetzt gehen wir an Mainphase 2 und jetzt rasten wir aus hier. Jetzt die 5Ds kommen raus, Digga. Die 5Ds. So, Vogelscheuche. Und ja, jetzt gehen wir Special ohne Ende. Und er hat hier nichts mehr. Ja, und da wollte ich einfach nur zeigen, Leute, Handtraps können euer Freund sein im doppelten Sinne. Hier kommt noch ein Nibiru. Geben wir noch einen Maxe, weil wir es können. Ziehen zwei Karten von ihnen. Also sieht man auch die Hand, ne? Also sie geht sehr runter. Er hat wirklich viele Handtraps, ne? Also dafür, dass er Stun spielt, spielt er wenig Floodgates. Und sehr viele Handtraps zu spielen. Maxi, naja, vielleicht einfach unlucky gezwungen auch. Nibiru, ja, aber schon wild. So, und natürlich, Super Evil Samurai hält Nibiru nicht auf. Es ist halt komplett egal, was willst du hier mit Nibiru, Alter. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter, aber was für Nibiru, Alter. Mir doch egal. So, Baroness, equippen, rausholen. Ja, komm, was hier. Können wir noch Regulus holen. Ich finde auch immer schön, wie die Gegner dann sagen, ne, ich scoope jetzt hier nicht. Ist mir auch egal. Ja. Da liegt 11.000 Angriffskraft. Immer noch die Verbindung verlieren. Das geht immer. Und im Duelist Cup wird geschwitzt. Das stimmt sogar. Oder Timeout, ne? Also, ich könnte ja auch zu lange überlegt haben für alles. Das sind wirklich Optionen. Das ist ja kein Witz. Also, von außen kriegt man nur Erfahrungspunkte. Aber guck mal, was da kommt. Okay, jetzt noch der Boardbreaker on top. Jetzt noch ein Evenly. Nee, kann Jugend. Er das Game für sich entscheiden? Jugen wäre auch krass. Erstmal suchen wir. Okay. Oh mein Gott! Okay, let's go. Alle Special Summoned Monster. Ja, sind sie, aber ich habe ja noch eine Effektverschleier. Ja, ja. Da gibt er dann. Da hat er dann gescoopt. Aber war krasser Play auf jeden Fall nochmal kurz. Aber ich muss sagen, Jaugen. Wildes Deck von ihm auf jeden Fall. Ja. Aber fand ich interessant auf jeden Fall. Fand ich interessant, ja. Ja, das waren 3 Duelle. Ich denke mal, das reicht. Wir haben noch ein paar mehr, selbstverständlich. Aber ich denke mal, das reicht erstmal. Da gibt es noch einige interessante. Wir sehen hier auch viele in Master, aber da mehr, auch modernere, wie wir sehen hier. Das hier ist sogar ist vor 7 Tagen sogar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Oha. Also da ist auch einiges. Ich glaube, es waren sogar die letzten Super Heavy Samurai. Vielleicht das noch, aber dann ist es auch vorbei. Dann gibt es auch mal andere hier. Aber
War noch ganz unterhaltsame Duelle, oder? Ich fand schon, war auf jeden Fall lustig. Auch witzige Hi-Hi-Hahas in High-Level-Play möglich. Nicht nur rumgeschwitze tatsächlich. Ja, ich weiß nicht. War trotzdem, glaube ich, geschwitze. Allein von mir dann spätestens. Ja. Also von daher. Ja, Leute, aber ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr Mastodon-Content sehen wollt, schauen wir bei Schwung vorbei. Ist natürlich auch verlinkt. Und ich bedanke, dass du dabei warst. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und man wird dich auch auf meinem Kanal sehen können, irgendwann in der nahen Zukunft. Also für alle, die interessiert sind, lass ein Abo da. Genau, schau vorbei. Und dann würde ich sagen, wünsche euch wie immer allen einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß bei... Oh nein, du musst jetzt duellieren sagen. Was? Duellieren sagen! Ach so, duellieren!